Hallo Welt! Da explodieren wir wieder. Moment. Und da. Halt dich fest. Festhalten. Und nein. Okay, wir müssen den ersten erwischen. Den ersten Punkt hier vorne. Nicht loslassen. Oh, ja, nee. Leider vorbei. Und jetzt aber durch. Ach, wer braucht schon Sauerstoff? Es tut mir leid. Vielleicht sollten wir am Anfang sofort was mitnehmen. Also beim ersten Mal sind wir richtig weit gekommen, habe ich den Eindruck. Da haben wir aber Glück, dass wir da durch die ganzen Schrottteile durchkommen. So, jetzt aber. Tinnitus haben wir noch ein bisschen. Das erste kriegt man nie. Schneller geht nicht. Ich mach schon, so schnell ich kann. Ich sehe es doch schon. Nein. Wie viele Leben haben wir? Wie oft dürfen wir? Einmal kamen uns so viele Oxygenteile entgegen. Beim ersten Versuch, glaube ich. Keine Panik, wir schaffen das. Jetzt hier festhalten. Und, ja, nein, ich hab... Soll ich es nochmal sagen? Ich habe F gedrückt. Und nochmal. Oh, hoppla. Jetzt habe ich vergessen, F zu drücken, okay. Das ist ja alles schon ziemlich knapp hier. Oben drüber vielleicht mal versuchen? Das wie... Moment. Nee, ich glaube, wir müssen das erste müssen wir erwischen, sonst klappt das, glaube ich, nicht.
So, festhalten? Nein, da noch nicht. Da siehst du. Da festhalten. So, fest, 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 fest. Und F. Ich habe aber F gedrückt. Jetzt aber. F, 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 F. Ah, tippeln geht also doch. Okay. Aber jetzt schaffen wir es. Ach, wir ignorieren das eine Ding da einfach. Weg mit der Platte. Oh nein. Nee, wir müssen alle einsammeln. Ignorieren geht auch nicht. Oh nein. Zeit. Oh oh. Drüber geht nicht, das ist zu klein. Oh, das passt. Das passt. Das passt. Habe ich schon gesagt, dass ich F gedrückt habe? Im richtigen Moment, meine ich. Das war ja jetzt einfach, hier F zu drücken. Nö, ich möchte nochmal. Das war mir zu einfach jetzt. Einmal sind uns doch so viele Teile entgegengekommen, die alle kaputt waren. Ah, jetzt haben wir schon zu viel Schwung verloren, glaube ich. Aber wie? Ach, das geht ja gar nicht. Stuhl macht sich da auch manchmal selbstständig. Nicht nur die Maus. Nein, der Stuhl kann das auch. Vielleicht gibt es hier noch einen anderen Trick. Vielleicht haben wir irgendwas falsch gemacht. Kriegt man nicht den ersten?
Gibt's denn nichts Schnelleres, dass wir uns beschleunigen können irgendwie? So ein Turbo-Boost? Da ist dein Sauerstoff. Hättest du mal die Luft angehalten. Hätte ja klappen können. Also gut, nochmal von vorne, bitte. Vorhin waren das doch 17, oder? Oh, hoppla. Ja, so nicht. Ha. Oh, dürfen wir nochmal? Bitte noch einmal alles zeigen. Ich fühle mich schon wie zu Hause. Autsch. Einfach mal drüber jetzt. Drunter her hätten wir gemusst. Das geht noch schlechter. Wir bleiben aber auch sofort stehen, wenn der Sauerstoff leer ist. Ja, haben wir schon gesehen. Drunter her, aber drunter her ist noch weniger, glaube ich. Wir müssen schon mitten durch. Das eine F war sowieso rot. Da hätten wir sowieso nicht uns festhalten können. Oh nein! Ich kann nicht gleichzeitig die Shift-Taste drücken und nach unten. Ich habe doch nur einen Finger da, einen kleinen. Und jetzt? Schon falsch. Alles weg, Platz da.
Wie? Ach. Hä? Verstehe ich nicht. Da müssen wir eine Abkürzung finden irgendwie. Das sind ja bestimmt hier noch 5 Sekunden, die da fehlen. Das kann nicht richtig sein. Das ist der falsche Weg bestimmt. Oder wir dürfen nicht anecken. Aber wir und nicht anecken, das geht ja gar nicht. Arm abgerissen jetzt wahrscheinlich. Zu schnell und dann darunter oder oben abstoßen. Was? Hä? Och, Menno, ich möchte das. Ich sehe es doch schon. Das will uns doch auch. Ich weiß es. Das passt genau zu unserem Raumanzug. Perfekt, könnte man sagen. Vorspulen? Geht nicht. Oh, schade. Das sieht so nah aus, aber das ist ganz schön weit alles entfernt voneinander. Oha. Da, jetzt sind wir wieder davor gestoßen. Oh nein. 13 Sekunden. Oder liegt hier irgendwo noch was rum? Nee, das kann doch nicht sein. Irgendwie haben wir gar kein Tempo jetzt mehr. Immer zum Greifen, immer an der gleichen Stelle hier, oder? Dann machen wir doch irgendwas falsch. Da muss unterwegs irgendwo noch so ein Ding sein, das wir übersehen wahrscheinlich. Ja, das wird sein. Ja, wie war denn das beim ersten Mal? Da kamen doch so viele Sachen auf uns zu. So eine ganze Kiste mit den Dingern kam auf uns zu. War ein bisschen weiter weg. Wir dürfen nicht anecken.
Minuten. Das nimmt uns zu viel Tempo da. Jetzt sind wir schon total langsam geworden. Und nochmal langsamer werden. Ja, ja, ja. Wieder die gleiche Stelle so ungefähr. Ja. Das ist nicht gut, was wir hier machen. Einfach drunter fliegen unter das letzte Teil da, wo wir nicht vorbeikommen. Dann kommt die Kiste vielleicht, die rettende. Nein! Was war das denn jetzt? Nee, man eckt hier automatisch an. Drunter her jetzt. Das Gleiche. Ist noch ein bisschen schlechter durch, geht ein bisschen schneller, habe ich den Eindruck. Ja, dann ohne Anecken. Och, aber ich liebe es, so anzuecken. Habe ich gesehen schon. Habe ich auch schon gesehen? Einmal vielleicht, zweimal? Vielleicht sogar dreimal schon. Ach so. Moment mal. Das muss man mir doch erstmal sagen. Moment. Jetzt weiß ich. Oh nein. Schade. Okay, ich glaube, ich weiß jetzt, wie es geht. Aha, ja, Sauerstoff, wenn wir hier Kniegas geben, richtig schnell, dann verbrauchen wir den ganzen Sauerstoff. Also schön langsam. Ich dachte, so schnell wie möglich. Ja. Ach, dann ist das ja einfach.
Jetzt machen wir richtig. Ah, Moment, ich habe noch eine Idee. Vielleicht geben wir immer nur so ein bisschen die Richtung an und lassen uns treiben. Dann verbrauchen wir vielleicht noch weniger Sauerstoff, Oxygen. Okay, den ersten müssen wir ja wohl kriegen hier. Ah ne, dann bleiben wir stehen. Das geht auch nicht. Aha. Okay. Jetzt einmal abspeichern, bitte. Ich sehe schon das rote Loch, aber so weit kommen wir nicht. Hier ist noch was. Eins nur, oh nein. Ah, das sieht doch gut aus. Ah, das sieht gut aus. 20 Sekunden noch. Das ist eine Menge Zeit. Oha. Und jetzt zumachen das Ding. Oh nein, ich möchte nicht wieder von vorne anfangen. Ehrlich. Oh, jetzt wissen wir, wie geht, wenigstens. Mhm. Ja, natürlich, klar. Warum auch nicht? Ja, yippie. Und dann einfach geradeaus weiter durch. Vielleicht einfach geradeaus weiter durch. Jetzt wissen wir. Jetzt können wir uns auch hier festhalten, ruhig schon.
genug Zeit. Keine Panik. Aha, roter Knopf, roter Knopf. Ja, das soll uns der Marsianer erstmal nachmachen. Tatsächlich. Wir haben da so einen Aufzug. Ja, das möchte ich aber nicht so gerne nochmal machen. Oh. Ah. Neues Ziel. Gehe zum MPT-Kontrollzentrum. Rufen Sie eine ASE-Einheit ab, um Zugriff auf das MPT-Kontrollzentrum zu erhalten. Offene Türen. Und wir können uns ja auch eine Weile hier umgucken erstmal. Ach, MPT-Kontroll. 5, wo ist das? Aha, wir sind auf 1 und 5 ist 2 Etagen unter uns. Ja, da gehen wir doch einfach hier durch, oder? In der Mitte, meine ich. Nein. Ach, hier geht's nicht durch. Sah so aus. So, neu starten? Nein, ich sehe da keine Schaltfläche, keinen Button. Keine Schaltfläche für uns. Na, was haben wir denn hier Schönes? Die Software hinter deinem treuen Begleiter, geschrieben von Eric Range. Woher kenne ich diesen Namen? Liebe Sarah,
Ich habe dieses Buch gefunden und dachte, es könnte dir gefallen. Bitte akzeptiere es als Dankeschön für alle Emotionen, die du in meine ESA, ASE meine ich, programmiert hast. Möchte dieses Buch dich inspirieren, viel mehr zu programmieren? Mit freundlichen Grüßen, Rosa Laverde. Nanu? Das war doch ein versteckter Hinweis, oder nicht? Hello? Hallo. Hello? Hallo. It seems empty. Where is everyone? I have no idea. I've never seen the base like this. Is Alex getting any heat signatures? No, nothing. This can't be right. I'll go downstairs, see what I can find. Sarah, we'll figure this one out. And thank you, both of you, for saving me when the blackout hit. I know I am... Expedition team, you must be at the surface by now. Remember, you only have 40 minutes down there. Copy that, Pearson. Don't mention it, Rolf. Can you check out the control center and see what's wrong with the MPT? Will do. Keep your comms on. I'll update you when I find something. Ach, wie schön. Isaac war am Boden zerstört, als er 2049 in einem Staubsturm auf der Erde von dem Tod seiner Frau erfuhr. Da er nicht bereit war, seine Töchter den sich verschlechternden Bedingungen der Erde auszusetzen, forderte er sie auf, sich ihm auf dem Mond anzuschließen. Claire lehnte aus Sorge um Curtis Gesundheit ab und kümmerte sich um ihre Schwester, bis Isaac seinen Einfluss geltend machte, um eine gesetzliche Vormundschaft über Katie zu erhalten. Katie wurde bald darauf zum Mond gebracht. Wie futuristisch, aber einen Teddy haben sie auch. Was haben wir hier? Fluoxetine. Fluoxetin, Antidepressants? Aha, 100 Pillen. Sophia Co. 10 Milligramm, okay. Ein Bild, oh wie schön. Ja, Mirosa Ase Teddy. Aha, Teddy auch. Teddy ist dabei. Ja. Die Wände bemalt. Und ja, hier ist aber mal ein schönes Bett. Ach, wir haben ja was vor. Wir wollten ja wohin. Ja, aber trotzdem können wir uns doch mal hier umgucken. Wessen Kabine ist das hier? William MacArthur. Sicherheit und Transport. Überwachung. Ja, du bleibst nicht sofort stehen. Man muss das genau treffen. Ah, 23.09.2054, MacArthur. Briefupdate. Die Evakuierten von Tomborg sind eingelebt. MacArthur, das Chaos in Tomborg kann nie wieder passieren. Ich werde keinen Anteil daran haben. Isaac Johansson, Lunar Council. Und am 23.09.2054, Isaac, gut, dann können wir bald beginnen. Zeit für Sie, eine Entscheidung zu treffen. Erinnere, dass kein Sprung nach vorne ohne Opfer geschehen ist, Isaac. Überleben hat seinen Preis. Bald werden die Ereignisse in Tomborg nur noch eine schwache Erinnerung sein.
Zeit, das alles hinter sich zu lassen. William MacArthur, Lunar Council. So, so. Ah. World Secret Service. Dies soll bestätigen, dass Chief Operations Director W. MacArthur vom World Secret Service ehrenhaft entlassen wurde. Für jahrelange Exzellenz, Sorgfalt und ausgezeichneten Service. Signaturen Jeffrey D. Pennywhistle, WSS Oberbefehlshaber William MacArthur. Und wir haben noch einen Raum. Rosa La Verde. Rosa. Aber wo sind denn alle? Ah, ich habe irgendwas verpasst in der Geschichte. Wir sind der Einzige, die haben uns vergessen hier. Wir sind der Marsianer wahrscheinlich. Ach ja, okay. Da weiß man ganz genau jetzt, wie das funktioniert. Da haben wir den Fusionsreaktor. Und da ist das gute MPT. Jawohl. Ja, ja. Ja, da ist noch so ein schöner Monitor. Hey, hey, hey. Und die ganzen Bücher. Ja, ich weiß, wir sollen nach unten. Zwei Etagen nach unten. Also diese Etage wäre es noch nicht. Was haben wir hier zu prüfen? Ah. Speech. No Kreuzung, no Tombok, no Erde, no. Die beste und hellste. No. Das neue Zeitalter. No. Outward. Ja, ja, ja. Wasser. Moment, brauchen wir den Helm denn überhaupt noch? Umschalten? Ach so. Ja, witzig. Brauchen wir den Helm denn noch? Reinigungsapparat, das wird teuer, wenn das einer mitbekommt. Sicherheit. William MacArthur. Okay, da kommen wir nicht rein. Wofür brauchten wir eigentlich den Code? Haben wir den überhaupt? Ja doch, den haben wir schon gebraucht. Der ist schon abgenutzt. Isaac Johansson. Ah, ja. Lead Lunar Engineering MPT Überwachung. Das ist aber schön gemacht hier mit den Schildern und so. Hier ist offen. Oh oh. Können wir nicht scannen. Die machen aber auch nichts. Moment, hier war irgendwas zu öffnen. Interagieren. Ah, jetzt können wir so einen Teil mitnehmen vielleicht. William, what the hell was that speech about? Our next chapter, Rosa. It's time. The ships will be ready soon. You can't be serious. I don't know how you plan to fix this mess, but you'd better do it now. That won't be necessary. Come with me. You are serious. Will, have you lost your mind? We can't leave the colony behind like this, not during this blackout. Not with the MPT signal still offline. People on Earth depend on us. Don't concern yourself with them. Those days are over. We have to start the long journey ahead. That was the agreement. The ships were supposed to be our last resort. We didn't give up the first time, and we are not giving up now. When the network is back online, we can provide Earth with power again. We are close, William. No, we're not. We're not close at all. If you still think we can power the entirety of Earth with the MPT, you're more delusional than I thought. We have one last hope, and it's outward. Now get ready, because we're going. I'm not leaving, Will. Not like this. I'm not asking. Get her on the ship. What? Ah, is this really? Verschwörung des Verschwörers. Nach einer ominösen Rede kommt Lunar Council-Mitglied William R. MacArthur
um seine Kollegin Dr. Rosa Laverde auf eine geheimnisvolle Reise zu bringen. Empört weigert sie sich, sich ihm anzuschließen und behauptet, dass die MPT und die Erde gerettet werden können. MacArthur akzeptiert kein Nein und zwingt sie, mit ihm zu kommen. Aufgenommen am 23. September 2054, 4 Minuten nach dem Blackout. Nochmal? Nein. Endlich. Hey, was können wir damit machen? Irgendwo reinstecken. Oh, jetzt können wir aber nichts anderes mehr aufheben. Beide Hände sind voll. Oder sind die da? Haben wir uns eingeklemmt? Das wäre wieder mal typisch. Wir haben es geschafft, alles. Dann sehen wir einen Ball. Oh, schön, ein Ball. Finger reinstecken, zack. Wir kommen nie wieder raus. War das nicht mal so? Na, wer hat sich beim Bettenmachen denn eingeklemmt? Und kam da über 4 Stunden nicht mehr raus. Finger da unten im Lattenrost festhängen. Ich nicht. Habe ich gehört, die Geschichte. Ja, das war unser Schlagzeuger damals. Vielleicht. Das ist aus weiter Entfernung ist sowas eine witzige Anekdote, aber wenn man in der Situation einmal ist, überlegt man sich auch, was machst du denn jetzt? Das da rein? Oben? Nein, oder? Nein, das steht doch immer dran, wenn wir da interagieren können mit irgendetwas. Ja, wir kriegen die Hände nicht mehr raus da. Festgeklemmt. Was haben wir jetzt davon? Wir müssen runter weiter. Moment, Nee, das ist eine Etage. Wir müssen noch eine Etage weiter runter. Und dann außerdem wieder zurück, glaube ich. Ja. Hände. Ach so, Moment. Da ist doch so ein rundes Teil, das fehlt. Ah, nochmal Glück gehabt, oder? Jawohl. Viele geschrieben. Austausch von Komponenten wird empfohlen. Eine von 3 Komponenten, die zum Ersetzen des Netzwerkzugriffsports der ASE-Einheit erforderlich ist. So sehen die Dinger aus. Okay. Wo sind die anderen? Oh, die könnten ja überall sein. War das nicht hier auch? Das war doch hier auch alles schwerelos. Da ist noch eins. Na, hier war das, glaube ich, nicht schwerelos. Wir sind doch gar nicht mehr oben auf der Raumstation. Wir sind doch auf dem Mond jetzt, oder nicht? Oh, wenn die im Kälteschlaf waren, dann war es das jetzt. Aber warum konnten wir das hochfahren? Hm. Okay, zur Not haben wir hier noch einen Anzug. Und wir haben Wachstumsdiagramm haben wir hier. Als Kati Johansson zum Mond gebracht wurde, war Dr. Rosa Laverde sofort von der lebhaften Fantasie des Mädchens angetan. Entschlossen, die beeinträchtigende Wirkung der niedrigen Gravitation des Mondes auf den Körper ihres neuen Freundes zu begrenzen, überwachte Rosa Katys Gesundheit und Wachstumsrate.
Trotz Rosas guter Pflege verschlechterte sich Katies Gesundheitszustand während ihres Aufenthalts auf dem Mond rasant. Schade. MPT, Emitter und Receiver, Isaac Johansson, Sender, Receiver, Chair und Lift, Zugriff, Steuern. Ja. Ich glaube, wir müssen nicht immer alles kaputt machen. Nicht alles, was gelb ist, muss auch kaputt gemacht werden. Ja, was ist denn hier Schönes? Vorderseite, ASE, Speicher sicher aufbewahren. Hinterseite, Rückseite meine ich. Wie sie ihre aufgezeichneten Speicher wiedergeben können. Erstens, kehre zum Aufnahmeort zurück. Zweitens, aktivieren sie eine autorisierte ASE-Einheit. Drittens, beobachten sie, wie ihr Gedächtnis zum Leben erwacht. Aha. Ja, damit sind wir doch einmal hier rumgegangen. Oh, Moment. Wir können doch schon interagieren. Ja, neu starten. Wir haben aber erst zwei gefunden. Starten Sie neu. Können wir nicht? Reparatur läuft, genau. Was liegt hier auf dem Stuhl? Ah, nicht das Richtige. Ach so, hier können wir gar nicht rein. Aha. Ja, dann müsste das ja hier noch irgendwo liegen, das letzte Teil. Im Müll? Ja, schön. Warum können wir das hier öffnen? Nichts drin für uns. Oder können wir das hier reinstecken? Eins schon mal? Nein. Drauf schießen geht auch nicht. Ach, da sind wir. Ja, eine Etage tiefer noch. Und in die Mitte dann wieder. Haben wir denn hier geguckt? Ja, haben wir. Ach, nach oben vielleicht. Aber vielleicht sind wir von oben gekommen. Und haben wir das übersehen?
Neues technisches Personal kommt bald. Alison, Arimo, Theus, Eckart, Miriam, Eifinger, Nico, Fröhlich, Pascal Haupt, Rika Hummel, Matthias Kloss, Simon Knebel, Job Koster, Tim Kühne, Johanna Murr, Jimmy Nguyen, Linus Rink, Vivian Rischoff, Henk Udink, Paula Udink, Claudia Wille, Janina Wölk. Ja, vielleicht meine ich das nur, aber irgendwie kamen mir die Namen bekannt vor. Habe ich vielleicht schon mal von geträumt, dass ich die kenne. Na, komm schon, wo ist das letzte Teil? Er guckt hier? Wir gucken ja nach unten. Da in die Richtung, also zum Raumanzug irgendwie. Das ist ja auch das Einzige, mit dem man hier interagieren kann im Moment noch. Ah, was ist das? Ah, da ist es doch. Nummer 3. Ja. Okay, gehe zum MPT-Kontrollzentrum. Installieren Sie die Ersatzteile in der ASE-Einheit. Knifflig, ja? Nein, 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 wir machen das hier. Das zuerst. Na, dann das zuerst. Ich verstehe. Ah ja, okay. Richtig. Nicht gut. Ja, raten gilt nicht. Ja, ich würde das gerne einmal zu uns drehen. Also, wenn das so ist. Einmal mit dem Pin da oben in unsere Richtung. Wie geht das? Geht gar nicht. Ja, dann. Nee. Ach, ah, da oben steht's. 1 so rum, 2 so rum, 3 so rum. Ersetzen Sie die Netzwerkkomponente. Erstens entfernen Sie den ASE-Deckel. Den Deckel entfernen. Legen Sie die Netzwerkteile in die Tabelle. Hm.
Und drittens ersetzen Sie die Netzwerkkomponente. Viertens setzen Sie den ASE-Deckel wieder auf. Nein, nein, das ist ein Rätsel, das ist schon richtig. Eins, zwei und drei. Die sehen aber ganz anders aus, die Tage. Ach so, wenn man das dreht. Da, jetzt sieht's richtig aus. Ach so. Mhm. Ja, die richtige Reihenfolge wird das schon sein. Das hier, okay. Das sollte dann also, ja, so da reinpassen. Oder nicht? Nochmal. Hier haben wir den Pin. Der Pin ist... Ja, wie? Nach rechts muss der Pin zeigen. Okay. Hoch. Hey! So wollte ich das vorhin haben. Wie haben wir das denn jetzt hinbekommen? Da ist nach rechts der Pin. Geht nicht. Ach. Sieht anders aus als da. Ja gut, die Reihenfolge wird da angezeigt, nicht wie das vielleicht da reingehört. So, dann jetzt das zweite. Das kann ja so nicht richtig sein. So. Nicht? Nein. Das kann ja eigentlich hier so nur richtig sein, aber dann andersrum vielleicht. Moment. So. Ah, ja, das macht Spaß dann. Wo ist das? Und das kann ja nur so rum. Und so. Aha. Nein. So rum. Perfekt. AZ Network Access Portal Placement successful. AZ Connection to Moonhub Facility Network established. Proceeding with AZ Hardware Diagnostic. AZ Thruster Status. Defective. Full Thruster Replacement is advised. Oh. Ach so. Nämlich 19.03.2052. Jan-Claire Johansson behauptet WSA-Wettbewerbstrophäe. In dem atemberaubenden Abschluss eines Kopf-an-Kopf-Rennens hat die Studentin Claire Johansson, die Tochter des Mitglieds des Luna Conceal, Isaac Johansson, den ersten Preis in der Preis-Prestigeträchtigen
Our Future-Wettbewerb gewonnen. Der halbjährliche Wettbewerb ist eine Initiative des WSA und der größte seiner Art und regt die Innovation von Raumfahrt und nachhaltigen Entwicklungstechnologien an. Die WSA-Wissenschaftlerin und Lunar Council-Mitglied Rosa Laverde leitet die Jury selbst. Claire Johansons Beitrag zeugt von Brillanz, die man in ihrem Alter selten sieht, kommentierte Dr. Laverde das Design von Johansson. Die Effizienz und Langlebigkeit ihres Raketendesigns ist außergewöhnlich und hebt sich von den anderen ab. Als Teil ihres Preises erhielt Claire Johansson eine offene Einladung, Dr. Rosa Laverdes Forschungsteam auf dem Mond. Aber in einer bemerkenswerten Wendung der Ereignisse hat der junge Johansson kein Interesse am Beitritt zum Ausdruck gebracht. Unprätentiös, bemerkte Dr. Laverde. Ach so, das war gar nicht das Buch, das war hier dieser Zeitungsartikel. Du, da haben wir es doch. Alle Teile lesen. Ein Cluster von Thruster-Teilen für ASE-Einheiten. Das nehmen wir mit. Gehe zum MPT-Kontrollzentrum. Installiere die Triebwerkskomponenten in der ASE-Einheit. Ich weiß, dass Sie beschäftigt sind, aber könnten Sie bald ein neues Modul auf meiner ASE installieren? Ingenieurin Sarah Baker von der Space Station hat ein zusätzliches Emotionsmodul entworfen, das faszinierend wirkt. Es würde Katie auch die Welt bedeuten. Rosa. Und am 11.06.2054. Hallo Rosa. Ich entschuldige mich, aber dringende Angelegenheiten bei Tom Buck erfordern meine volle Aufmerksamkeit für die nächsten Monate. Außerdem weißt du, wie sehr Katie eine eigene ASE will. Sie hat nicht aufgehört, nach jemandem zu fragen, seit du ihr deins gezeigt hast. Wie sind ihre Wachstumsergebnisse? Isaac. Und am 12.06.2054, hi Isaac. Natürlich. Unsere Pflichten stehen an erster Stelle. Was Katie angeht, ich muss ehrlich zu dir sein. Die Testergebnisse sind in und sie wächst nicht wie ein Mädchen in ihrem Alter. Ich sorge mich um ihre Gesundheit, Isaac. Vielleicht war sie doch auf der Erde besser dran. Bitte bedenke zumindest das Programm. Rosa. Und am 12.06.2054, Rosa, Sie wissen, dass Sie auf der Erde nicht besser dran sind als hier. Ich werde über das Programm nachdenken. Vielen Dank. Du bedeutest ihr viel. Isaac. Ein Bild. ASE, Rosa, Teddy und ich. Und Daddy. Mami mit Engelsflügeln und Claire auf der Erde. Hat sich hier gerade irgendwie ein Schatten drüber bewegt, oder?
Das ist so ein Titel nicht. Lesen wir mal. ASE, Rosa, Teddy, ich, Papa, Mama, Claire. Und auf der Rückseite für Papa von Katie und Teddy. Da müssen wir aber auch gucken auf die Rückseite. Ah, mit Herzchen sogar. Schön. Haben wir geprüft. Ein Teil haben wir gefunden. Können wir das hier nicht nehmen für irgendwas? Ein Globus, ein Mondbus. Lesen wir mal. Ah, 37 bis 47 Grad. Du bist immer noch mein Schwerpunkt. Viel Liebe, Liz. Moment. Diese Tasse. Oh. Vorsicht vor der Tasse. Können wir nicht irgendwas davor werfen? Vorsichtshalber. Das ist nicht Prey. Nochmal, auch wenn es fast so aussieht, aber nein. So, raufspringen geht hier nicht. Naja, warum auch? Ja, ich dachte, wenn man da raufspringen kann. Prey wieder. Das ist nicht Prey. Schluss jetzt. Sein können, dass man da doch irgendwie das... Ich weiß, es sieht so ähnlich aus. Es ist aber nicht Prey. Ah, ein Loch. Mhm. Vielleicht haben wir die Teile schon alle. Echt jetzt? Wir haben die Teile schon alle. Aha. Ja, Puzzeln. Da leuchtet ja das erste Teil schon. Ach so. Sollen wir das dann nicht erst ausbauen? Das kommt, ach so, das gehört links dran. Aha. Nein. Nein, 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 oder? Ich... das zue Teil der Decke. Oh. Wie viele Löcher wohl? Zwei. Drei. Eins in der Mitte und zwei an den Seiten. Ohne Zacken. Das hier. Ja. Dann eben... Ach so, Moment. Doch, ist doch richtig so. Dann ist es das falsche Teil. Ohne Zacken, oder? Aber wo sind die Zacken? Sind oben. Könnte auch mit Zacken sein hier. Dieses da, das dicke. Ja, ja, das muss entweder das hier sein, das dünne oder das dicke. Ich sag mal das dicke hier. Das ist gar nicht dick, das ist nur kräftig gebaut. Ja, ich weiß. So. Vielleicht. Dann so. Oh nein. Oh nein. Ja, dann eben das dünne.
schlank. Oh, Moment. Na also, ja, dann kann ja nur dieses da drauf passen, weil von wegen Zahnräder und so, dann muss das aber, ja, so dran. Und, ja, da geht ja nur dieses dann. So, natürlich. Wir haben fertig und zwei Teile sind über. Oh, das passiert mir immer. Ach nein, Moment mal. Oh. Da geht ja noch was vielleicht. Aha. Ja, so vielleicht. Nein. Passt. Deckel drauf und fertig. ASE thrust replacement successful. Initiate reboot to complete maintenance protocol. Und neu starten. Oh oh, nein. Gemacht? Nein. Nanu? Kontrollieren. ASE. Oh. Ui. Hey, hey. State of Mind. Unser Henry. Oh, wir haben auch Licht. Ja, aber das bringt hier nichts. Das Licht ist bei ihm. Oh, wie schade. Das ist gut. Da haben wir wieder Ranke. Range. Aha. Hier wollte ich sowieso mal durch. Oh. Okay, liebe Welt da draußen. Zur Information, wie ihr vielleicht gemerkt habt, in der ersten Folge hat es überhaupt nicht geruckelt. Ich schaffe das aber nicht, die Folgen jetzt pünktlich zu veröffentlichen, wenn ich nicht sofort nach... Wenn ich nicht sofort nach dem Abschluss der letzten Folge angefangen hätte zu rendern, also der kodiert jetzt gerade im Hintergrund, deswegen ab und zu kommt es hier zu ruckeln. Aber trotz des Kodierens im Hintergrund, finde ich, läuft das ganz schön flüssig. Also es läuft flüssig, anders kann man es nicht sagen. Und nu? Mit Karacho da durch geht nicht. Haben wir uns verflogen vielleicht? Ach so. Ah, ja gut.
Die haben doch vorher hier nicht geleuchtet, aber warum? Aha. Und außerdem hier jetzt, wie nennt sich das? Andromeda, oder? Ich bin überrascht. Angenehm überrascht. Nochmal neu starten vielleicht? Nein, das war's nicht. Na? Also, wenn ich sage Andromeda oder vorhin State of Mind oder so, dann meine ich damit, es erinnert mich daran dann. Oder es erinnert mich zum Beispiel sehr, sehr oft hier an Prey. Als ob man das alles zusammengewürfelt hätte. Schön. Aber wahrscheinlich ist es doch eine ganz eigenständige Sache. Ah, Uhr. Claire. This is Isaac. Hi. I'm not sure if this message will ever reach you. I don't think it will. But I'm trying anyway. We haven't spoken since the argument about Kathy. I want you to know that she's safe and well. This message will be the last you'll ever get from me, or from anyone else up here. It's probably something you'll never understand. Hell, I barely do. If someone ever finds out what happened here, know that I did it for her. For your sister. To give her a chance. But you'll do great. You'll do great things. Take care. And I love you. I wish I said that more often. Back when you still called me dad. Goodbye, Claire. Die Not eines Vaters. Isaac Johansson sendet eine letzte Nachricht an seine Tochter Claire, voller Gewissensbisse über ihre Geschichte, aber nicht bereit zu erklären, was kürzlich passiert ist, verabschiedet er sich und versichert ihr, was auch immer er getan hat, tat er es für ihre Schwester Kathy. Aufgenommen am 23. September 2054, 7 Minuten vor dem Blackout. Ja, Uhr, immer noch. Claire. Moment. This is Isaac. Hi. I'm not sure if this message will ever reach you. Nein, nein, wir haben schon. Danke. I don't think it will. But I'm trying anyway. We haven't spoken since the argument about Kathy. I want you to know that she's safe and well. Huh. This message will be the last you'll ever get from me, or from anyone else up here. It's probably something you'll never understand. Hell, I barely do. If someone ever finds out what happened here, know that I did it for her. For your sister. Wollten wir nicht irgendwie zur Kommandozentrale und da irgendwas einschalten? Ach so, der folgt uns. Wie schön. Moment mal, der konnte doch hier interagieren mit dem Ding. Kannst du nicht?
Augen scannen, ha? Huh? Geschickt. Ganz schön schlau. Still no trace. This just doesn't feel right. Alex, scan for data history. There's a recording. Rolf, come in. I think I've got something. I found a recording from the 23rd. That's what, 2 days ago? Are you sure? Yeah. Can you see it from up there? I think so. Go ahead. Alex, project hologram from September 23rd, 2054. This isn't just the moon-up crew. There's too many of them. These are Tombow evacuees. How do you know? These names weren't here before. There's still dust on the stone. On the monument, you mean? Yeah. Victims of the Tombow evacuation. The date is the day of the blackout. Something big must have happened over at Tombow. Pearson, coming in for expedition team. Sarah, Rolf, anything on the state of the MPT? The entire network is down, and I've had no luck with bringing it back online so far. Make it quick. If things don't work out with the network, head back up here, whether the MPT is online or not. You have 20 minutes left to make it in time for evac. Copy that, Control. Rolf, I'll check out the living quarters and then head back to the elevator. Wir haben eine Trillerpfeife. Ach so, da können wir ihn rufen wahrscheinlich. Aha. MPT Control, nanu, wir sind schon da. Ich dachte, das wäre noch eine Etage unter uns. Ja, dann sind wir da. Copernicus Moonhub. 25.09.2054. Benutzer Rolf Robertson. Zugriff verweigert vom Council. 3.57 Uhr. Zugriff verweigert vom Council. 4.03 Uhr. Zugriff verweigert vom Council. 4.16 Uhr. Zugriff gewährt. MPT-Netzwerk. Offline. Diagnose MPT. Verbindung zum MPT-Netzwerk nicht möglich. Stationsleistung unzureichend. Richten Sie die MPT-Säulen 1 und 2 auf der Mondoberfläche aus. Oh, Zugriff auf Mondoberfläche. Ich glaube, auf dem Mond sollen wir jetzt das ausrichten. Oder steht das hier sogar noch? Ach, da steht sogar noch. Moment. Richten Sie MPT-Säulen auf der Mondoberfläche manuell aus. Neu aus. Aha. Fahrzeugbucht öffnen. Das Fahrzeug kann nicht mit Strom versorgt werden. Versorgen Sie die Fahrzeugbucht mit Strom. Ah. Jetzt weiß ich, was wir machen sollen. Die Fahrzeugbucht mit Strom versorgen. Ich muss sagen, bisher hierher, so meine, also ich kannte den Titel ja gar nicht bisher. Und bis hierher muss ich sagen, perfekt ausgeglichen. Man kommt gar nicht auf die Idee, dass es irgendwann mal langweilig wird, weil dann passiert schon wieder irgendwas Neues. Jetzt haben wir unseren kleinen Freund hier bekommen, letztens. Das Licht geht aus. Also man hat nie das Gefühl, ach, schon wieder dahin oder schon wieder das machen. Nein, das hat man überhaupt nicht. Weil immer wieder was Neues passiert und irgendwas Neues hinzukommt. Mal abgesehen von der Nummer im Weltall, die war echt nicht witzig. Aber okay, wussten wir eben nicht. Vielleicht andere haben das vielleicht schon vorher gemerkt, dass man Sauerstoff sparen kann, wenn man nicht die ganze Zeit voll Gas gibt. Nur mal so ein Zwischendurch-Fazit von mir. Aha. Im Jahr 2048, 6 Jahre vor dem Blackout, versagte der experimentelle Cryosleep-Generator in der Huygens-Forschungseinrichtung. Nur 3 Menschen überlebten. Maria Gonzalez, Dr. Rosa Laverde und Edgar Davis.
Für ihre Tapferkeit angesichts der Katastrophe erhielten sie eine symbolische Münze, von der eine zu fehlen scheint. Ja gut, die konnten wir aber nicht mitnehmen. Wir haben da eine gefunden, sowas haben wir gefunden. Oh, ja, ich weiß, wo die ist. Wo ist die? Ich glaube noch, bevor wir die Rakete gestartet haben, haben wir die schon gefunden. Ja, warum konnten wir die nicht mitnehmen? Die können wir auch nicht mitnehmen hier. Naja, dann wissen wir aber schon mal Bescheid. Manuell die Teile ausrichten jetzt. Los, los. Wo ist das Ding? Ja, ich möchte jetzt hier keinen Speedrun machen oder so, wie man merkt. Nein, nein, ich möchte ja auch nicht durchrushen, oder wie sagt man? Nein, ich beeile mich nicht. Ich gucke mir alles ganz gemütlich an, so wie ihr das kennt, liebe Welt da draußen. Ich bin fasziniert davon, nach wie vor. Aber wir können ja ruhig auch dann uns das angucken und dahin gehen, wo wir hin sollen. Zum Beispiel. Ach, Moment, was steht da? Vehicle Bay. Wunderbar. Spanning a distance of over 400 kilometers to connect to the moon's surface, the Pearson Space Elevator is by far the tallest structure. Vehicle Bay sealed. Additional power required. Richtig. Und wir wollen das doch... Oh, das ist kaputt gegangen hier. Und wir wollen das doch manuell ausrichten. Wie machen wir das denn? Aha. Ganz schön schwer. Rein damit. Uff. Jawohl. Vehicle Bay offline. Wo ist das andere? Oh. Moment mal, das war doch das, das wir jetzt reingesteckt haben. Ja, eventuell war es das. Wo ist das andere Teil? Doch, die Dinger habe ich aber auch schon länger nicht gesehen. Hold up. Do you see the people down there? They will be the start of a new chapter. Together, we will be humanity's future. What cost, William? We're saving the species so we can start again. If this is what it takes for humanity to survive, I'll gladly take responsibility. There you are, Johansson. Without your help, this wouldn't have been possible. Isaac? This was not the agreement, you know that. We need to get the MPT back online. Be realistic, Rosa. Even if we ever manage to provide Earth with all the power it needs, what do we truly gain? More time to see oceans and deserts taking our homes. William, I've done my part. Let's just go. I'm done with this mess. You heard the man? Let's go. Outward begins. Dreieinigkeit. William MacArthur und Rosa Laverde debattieren über die moralischen Implikationen ihrer Handlungen. Als sich Isaac Johansson widerstrebend zu ihnen gesellt, versucht sie, ihn zu überreden.
Ihr Versuch schlägt fehl, als Isaac die Sinnlosigkeit der Aufrechterhaltung des Energieflusses des MPT zur Erde veranschaulicht. Triumphierend führt MacArthur sie weiter. Aufgenommen am 23. September 2054, 13 Minuten nach dem Blackout. War nicht richtig? Wer piept hier? Oh. Da ist Tom Buck. Reinhold. Da unten ist Huygens und Copernicus. Outpost 1 und Copernicus Moon Hub. Aha. Na gut. Danke. Nein, bücken können wir uns nicht, aber vielleicht können wir hier mit unserer Uhr da durchfliegen. Oder ich nenne ihn Henry. Wie in State of Mind. Zwinkert sogar. Ziemlich gut. Grün, rot, aber wir können nichts klicken oder drücken. Nein. Und nein, aber eine Tasse. Warum ist hier eigentlich so eine Unordnung? Ach, Katastrophe. Da unten waren wir. Gerade. Ah, jetzt sind wir doch im Kreis gelaufen einmal. Nein, doch nicht. Wie wird das hier eigentlich mit Energie versorgt, frage ich mich gerade. Na, da war schon richtig, wo wir gerade waren, meine ich. Da geht's ja weiter. Das würde ja jetzt wieder zurückgehen. Oder die Türen, über der Tür könnte doch auch so ein Teil sein. So eine Batterie. Aber wohl nicht gerade. Gehen wir mal da hinten gucken. Oh, habe ich gar nicht drauf geachtet. War hier vielleicht irgendwo was drin? So, prüfen. Das hatten wir aber schon. Hm.
Nein, hier spielt sich auch nicht viel ab, also... Wir haben wieder ein Rätsel. Ach so, haben wir das hier denn schon? Ja, hatten wir doch. William, what the hell was that speech about? Our next chapter, Rosa. It's time. The ships will be ready soon. You can't be serious. I don't know how you plan to fix this mess, but you'd better do it now. That won't be necessary. Come with me. You are serious. Will, have you lost your mind? We can't leave the colony behind like this, not during this blackout. Not with the MPT signal still offline. People on Earth depend on us. Don't concern yourself with them. Those days are over. We have to start the long journey ahead. That was the agreement. The ships were supposed to be our last resort. We didn't give up the first time, and we are not giving up now. When the network is back online, we can provide Earth with power again. We are close, William. No, we're not. We're not close at all. If you still think we can power the entirety of Earth with the MPT, you're more delusional than I thought. We have one last hope, and it's outward. Now get ready, because we're going. I'm not leaving, Will. Not like this. I'm not asking. Get her on the ship. What? Ah, is this really... Ja, das hatten wir schon. Aber ich dachte, das wäre jetzt anders mit unserer Uhr dabei. War es aber nicht. Ja, nein. Ja, ich sehe, das Teil habe ich bis jetzt noch nirgends gesehen. Also diesen Generator, den man da aufheben kann und reinstecken kann. Oder gibt es nur den einen und wir haben den irgendwie falsch da reingedrückt? Ach so, möchtest du nicht? Hier, so, da drauf. Wie war das mit dem Wechseln denn nochmal? Oh nein! So, ja doch, C. Ah, Glasscheibe. Und Glasscheibe, oder? Reicht denn das eine Teil da nicht? Sind doch nur diese Mondfahrzeuge, oder habe ich das falsch verstanden? Vehicle Bay 1 steht da. Machen wir nur eins auf, zwei bleibt zu. Na, aber das linke ist hell und das andere nicht. Uff. Vehicle Bay.
offline. Ah ja, jetzt sieht man's. Offline. Ja, wir brauchen ein zweites wenigstens. Und hier ist nirgends eins. Ach, hier vorne, das braucht doch auch Energie irgendwo für. Das hier dachte ich, brauche auch Energie. Und diese hier brauchen auch keine Energie. Die sind außerdem, es ist ja alles leer. Ein Kasten Bier? Nein. Wir stopfen das doch nochmal hier in den Hauptbereich rein und gucken uns da um, weil hier scheint nichts zu sein. Gibt es doch nicht. Muss doch irgendwo sein, so ein Teil. Hier kein Ersatzteillager oder so etwas. Ach so. Scheinbar wohl nicht. Was war das hier nochmal? Ah, die Passagierliste, die neuen, oder? Ja, genau, ja. Janina Wölk, ja. Ach so, machst du das auf? Oder ist das... Ach, das ist am Blitzen, das ist kaputt. Oh nein! Ja, dann haben wir es übersehen, meine ich. Ja, hier ist auch nichts.
Haben wir eigentlich eine Karte hier? Nein, haben wir nicht. Da waren wir drin, da war nichts. Ah, da ist doch alles blau. Vielleicht steckt hier irgendwo eins drin, das wir uns ausleihen können. Oh nein, gucken wir nochmal in unserem Pip-Boy. Missionen, Missionsliste, genau. Richten Sie die MPT-Säulen außerhalb von Copernicus Moonharp manuell neu aus. Schalte die Fahrzeugbucht an, um Zugang zur Mondoberfläche zu erhalten. Oh. Jetzt haben wir alles hier. ASE haben wir, den Beamer haben wir, Röntgenobjektiv haben wir und... Ach so, das habe ich vorher gar nicht gesehen. Und ASE-Dock. Dieses hier alles. Energiezelle. Außerdem. Alles gefunden, dann kann es ja jetzt losgehen. Wo ist denn das Teil? Wo kann das sein? Die haben ihre eigenen Raumanzüge hier. Maßschneiderung. Nein, 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 nein. Das haben wir ja eingeschaltet. Unsere freundliche Kugel hat das eingeschaltet, genau. Ja, oder wir haben irgendwas Gelbes übersehen. Irgendetwas, was wir zerschneiden können oder so. Ja, in den Wohnquartieren glaube ich nicht, dass wir da so etwas finden. Aber gerade fällt mir auf, warum fehlen denn überhaupt überall die Dinger? Sind die geklaut worden? Sind die kaputt gegangen? Hat die irgendjemand mitgenommen? Ich glaube, die hat irgendjemand mitgenommen. Hat ja jetzt keiner gesehen, war ja keiner hier. Ich stelle mir das gerade vor, dass es auf diesen Tischen hier anstrengend ist zu essen. Da rollt ja alles runter an den Seiten. Andererseits kann man die vielleicht hochklappen und die sind nur so, damit die besser gereinigt werden können. Oder das sind gar keine Tische. Das hier ist überhaupt nicht zum Essen, oder? Ist das eine Cafeteria? Na, wer weiß das schon. Jetzt echt? Die Kameras folgen uns? Die beobachten uns? Ja. Wie kommt das denn? Hm. Wer beobachtet uns denn dann? Und warum bekommen wir keine Tipps wenigstens? Oh. Geschmeidige Bewegungen. Sehr schön. Was war denn hier Schönes? Was haben wir hier übersehen gerade? Da gehen wir nochmal entlang. Moment. Ach so, den Knopf hier. Ja, aber der bewegt ja nichts. Spanning a distance of over 400 kilometers to connect to the moon's surface, the Pearson Space Elevator
ist by far the tallest structure in human history. Warum hat das Energie eigentlich? Schweres Ding da. Vehicle. Zack, rein damit. Backup Power. Das geht ja nicht. Oben haben wir geguckt. Über den Türen ist ja sowas auch manchmal. The microwave power transmission is a technological model that applies both Earth and the lunar colony. Ja, hier unten sind wir auch schon rumgelaufen. Schön hell. Naja, hier haben wir überall geguckt, also wenn dann oben, aber in den Wohnquartieren, wie gesagt, da kann das eigentlich auch nicht sein. Ja, hier hätten ruhig zwei drin sein können. Ist nur eins. Ja, oder alle? Vielleicht ist aber auch ein kaputtes hier und wir können das reparieren. Oder das eine mitnehmen und duplizieren irgendwie. Ah, Moment mal, Moment mal. Vehicle Bay, offline. Crew Quarters, online. Interessant. Ich bin mir fast sicher, dass wir hier noch nicht gewesen sind. Also doch in den Crew-Quartieren. Ein Streunerstuhl? Obwohl das WSA-Protokoll strikte physische Konflikte auf dem Mond verbietet, stattete MacArthur Sicherheits-ASE-Drohnen mit Elektroschockern für die Kontrolle von Menschenmengen aus. Viele äußerten Bedenken hinsichtlich ihrer gefährlichen Spannung. Wenn man sich einer bewaffneten Drohne gegenüber sieht, würden die meisten lieber fliehen als kämpfen. Aber wir sind nicht die meisten, oder? Hey, Kumpel. Du, Uhr, was hast du denn, Henry? Was hast du denn so drauf? Gefährlich. Michael Brostzis, Speranza René, Felix Kreinfeld, Walter Emans. Ach. Oh, ja. Okay, mit Tisch. Oh, das ist aber platzsparend hier eingerichtet. Wir kommen da gar nicht rein mit unserer Kugel. Hier auch nicht. Doch, hier ja. Doch untersuchen können wir nichts.
Hey, das ist zu. Da ist noch einer drin. Nein. Ah, hier könnten wir uns verstecken vielleicht. Ja, das sind aber auch alles so Notunterkünfte hier. Ach, Moment. Ich verstehe das. Wenn wir noch weiter uns entfernen, dann haben wir keinen Kontakt mehr. Okay. Na gut, dann gucken wir mal selber. Ach, da ist ja so ein Teil. Na, endlich. Richten Sie die MPT-Säulen außerhalb von Copernicus Moon Hub manuell neu aus. Hatten wir doch schon. Zugang zum Sicherheitsbüro erhalten. Okay. Come in, Rolf. I'm at the quarters. Do you read me? Copy that, Sarah. I hear you. Anything interesting? Everything's deserted, so nothing new here. Sarah, Rolf, this is Pearson Control. Our time's running out. Take the elevator back up here to make it in time for evacuation. You've got 2 minutes. Negative, Control. MPT network is still offline. Leave it. We have to go. Head to the elevator now. I'm not putting anyone at risk. Understood. Wrapping up now. Sarah, you heard Control. Are you almost here? Sarah, come in. Everything okay? Come in. Rolf, get over here quickly. An AZ unit just activated, but something's not right. The doors are locked behind me. What do you mean? We've got to go. I'm serious, Rolf. Get over here. I can't get out. 30 seconds or you're too late for evac. Head to the elevator now. Negative, Control. Engineer Baker requires immediate assistance. We need more time. Evacuation procedure cannot be delayed. Negative. I'm calling up the elevator now. Negative, Control. Control. No, guys! There's still time! I just need some help. Rolf, are you still there? No! No! Oh, nein. Und wir wollen hier rein. Gucken wir uns das nochmal an. Ach, Moment, ist das hier nicht eine Tür? Nein. Ja, wir müssen wirklich an dieser verrückten Kugel da vorbei. Sicherheitsabteilung. Jonas Hauser, Lex Dietmann, Damian Vogelsang, Stefan Diebetta, Zimmer B1. Aha, warum ist das auf Deutsch? Ich meine, hier ist ja alles auf Deutsch, aber... Also, gut übersetzt, oder? Finde ich. Zimmer B1, wir sind hier im Block C. C, 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 hier geht nicht auf C, C. Gibt es hier irgendwas zu entdecken hier drin für uns? Aha. So. Pionier oder Diktator? Ja. Ah, Moment. Mit unserem Kumpel hier kamen wir doch in die erste hier nicht rein. Moonman, die Brücke. Der Astronaut steigt zum Mond und findet ihn verlassen. Als er die Einrichtung untersucht und die Gründe für seine Aufgabe aufklärt, erfährt er bald, dass er keine andere Wahl hat, als die Hilfe einer künstlichen Intelligenz mit unbekannten Absichten in Anspruch zu nehmen. Das sind wir. Oh, gruselig. Ein Comic über uns
Ja, ich weiß ja auch nicht. Der guckt, wir haben den ja auch am Anfang so angeguckt, als würden wir sowas auch noch nie gesehen haben. Hätten wir noch nie gesehen, sowas. Irgendwie waren wir auch, ach so, hier sind wir. Irgendwie waren wir auch überrascht. Odin Helder. In Notfällen nutze das Baujahr von Moonharp, um ins Büro zu kommen, nicht teilen. Na gut. Das Baujahr von Moonharp. Oh. Haben wir das irgendwo stehen? Oh, oh, oh. Ich glaube, das haben wir noch nirgends stehen. Was war denn Fortuna? Entschlossen, die Wahrheit über den 2054 Blackout zu suchen und die MPT-Verbindung wiederherzustellen, hat Maria Gonzalez das Fortuna-Team aus der Asche der WSA geholt. Seit 2055 arbeitet Marias Team heimlich an ihrer Mission. Nee, ich weiß nicht, wann das war. Das Baujahr haben wir noch nicht rausgefunden, glaube ich. Ach, hier sind wir schon in A. Wo war denn B? Das Gefühl, wir sind von C sofort nach A rübergegangen. Na gut, die Räume hier haben wir alle durchsucht, dann suchen wir jetzt mal B. Wenn das C ist und das A war, dann ist B hier. B1 hier. Aber hier ist doch nichts. Und dann erinnert es mich manchmal hier auch an Star Citizen. Habe ich schon gesagt? Star Citizen? Ja, hier ist nichts in diesem Raum. B1 stand doch da. Ja, Jonas Hauser, Lex Dietmann, Damian Vogelsang und Stefan DiBetta, Sicherheitsabteilung. Aber hier drin ist doch nichts. Oder haben wir das vielleicht schon? Ja, da kommen wir nicht rein jetzt. Och, wir müssen ja auch nicht unbedingt das Teil nehmen. Wir können ja auch was anderes nehmen, oder? Oh. Etagenbett.
Die Einrichtung in Tomburg wurde zur gleichen Zeit, als das MPT offline ging, unter obskuren Vorwänden evakuiert. Was auch immer in Tomburg passierte, diese Quartiere boten reichlich Platz für vorübergehende Unterkunft unter MacArthurs wachsamen Augen. Das ja schon, liebe Welt da draußen. Oh, ein WC? Tatsächlich. Doch wir haben den Code jetzt nicht gefunden, um da oben reinzukommen. Ja, und ich denke, da ich noch einiges... Oh, hier. Moment, Ping-Pong. Isaac 3, Rosa 2, Katie 7 sind keine vier Zahlen. Das geht nicht. Passt nicht. Ping-Pong. Da steht es doch. 2032. Ja, 2032. Moonhub. Peng. Oder? Ja, sonst haben wir nichts. Ich wollte nämlich sagen, ich möchte ja ganz gerne, dass das rechtzeitig veröffentlicht wird hier, die Serie, und dass wir damit pünktlich an den Start gehen sozusagen. Das heißt, er muss sowieso noch sehr viel rendern. Die zweite Folge, diese hier jetzt, die wird wahrscheinlich dann doch etwas später kommen, denn schlafen würde ich auch ganz gerne mal. Mal sehen, wie das so klappt mit dem Rendern alles. Aber ich habe noch vorzubereiten, da... habe ich noch die Thumbnails und so zu machen. Es kam sehr überraschend mit diesem Titel und ich wollte eigentlich auch nur mal reingucken. Und dann habe ich mir gedacht, nee, das kann ich ja nicht, das muss ja, nee, das hauen wir mal gleich raus. So, jetzt aber. Haha, was für eine Nummer war das? 20... 32? Richtig! Ja... Und jetzt erstmal vorbeikommen an dem Ding. Ja, aber das schaffen wir echt nicht mehr in dieser Folge. Sonst wird das heute nichts mehr. Okay, wir sind durchgekommen. Liebe Welt da draußen, wir machen weiter in der nächsten Folge. Ich weiß auch noch gar nicht, ich habe noch gar nicht geplant, wann es überhaupt losgeht dann so mit der Serie. Also die ersten zwei Folgen zum Auftakt dann heute. Ja, und die nächsten 20 Minuten Folgen dann ab Montag. Denn für Montag hatte ich eigentlich noch was anderes geplant. Da sollte noch eine andere Serie reingehen. Da habe ich eigentlich jetzt schon über 10 Stunden dran produziert. Aber leider, leider ist da bei den Aufnahmen wohl irgendwas schief gegangen. Beim ersten Versuch hat Fraps nicht funktioniert, war schwarzes Bild. Und beim zweiten Versuch ist mir das gar nicht aufgefallen, weil es am Anfang gut aussah. Aber mittendrin sind da immer... Störungen drin. Ich weiß nicht, ob ich das so veröffentlichen kann. Ich werde mal gucken, ob vielleicht wenigstens die ersten Folgen von der anderen Serie gehen. Ja, dann bedanke ich mich nämlich an dieser Stelle, sonst die Zeit wird immer kürzer und das Rendern geht ja auch nicht schneller, wenn wir hier noch drin sind. Gut. Dann bedanke ich mich an dieser Stelle. Vielen Dank für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.